Klemmbaustein-Fans, aufgepasst! Lego hat in den letzten Jahren ja vor allem bekannte Filmmarken mit einer Spieleumsetzung bedacht. Diesen Mai kommt jedoch endlich wieder ein völlig eigener Titel aus der bunten Plastikwelt auf den Markt. Und der wird 20 Jahre nach Lego Racers endlich wieder ein Rennspiel. Visual Concepts, 2Ks Sportspielestudio hinter NBA 2K, WWE 2K und all den anderen Spielen mit 2K am Ende, bringt uns demnächst Lego 2K Drive. Okay, für seinen Namen gewinnt das schon mal keinen Innovationspreis. Unter der Haube könnte es jedoch eine der kreativsten Rennspielerfahrungen seit langem werden. Mein GameStar-Kollege Alex, hi, konnte sich in London als einer der ersten ins Lego-Auto setzen und ein paar Runden drehen. Ja, ich war in London und konnte 2 Stunden lang schon Lego 2K Drive anspielen und auch ein bisschen mit den Entwicklern quatschen. Also drückt nochmal die letzten Steinchen fest und schnallt euch an. Wir starten mit den Rennen. Lego 2K Drive wird eine Open-World-Racing-Erfahrung, die aus den beliebtesten Rennspielen der Vergangenheit das Beste zusammenkommt. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Aber im Ernst, bei 2K Drive gibt es aus jedem Rennspielgenre etwas, außer vielleicht den Hardcore-Simulationen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Mario Kart oder am ehesten sogar wie Mario Kart wegen den ganzen Spezialfähigkeiten und Items, die man sammeln kann. Mit Forza Horizon ist es ein bisschen zu vergleichen, weil es einfach die Open World hat, wobei Lego 2K Drive natürlich viel bunter ist und viel mehr Kleinkram mit Minispielen und Nebenmissionen bietet. Und das Tuning ist ähnlich wie bei Need for Speed, aber eigentlich viel, viel mehr sogar als Need for Speed. Da kann Need for Speed schon ein bisschen neidisch doch sein. Eine wilde Mischung also. Fangen wir an mit dem Mario Kart-Vergleich, denn danach sehen die Rennen am meisten aus. Ihr fahrt hier mit bis zu 5 KI-Kollegen rundenweise um die Wette. Oder auch mit echten Menschen, denn Lego 2K Drive hat sowohl einen kompetitiven Online-Multiplayer als auch einen klassischen 2-Spieler-Koop mit Splitscreen. Wie in Nintendos Klempner-Raserei tauchen auf der Strecke Fragezeichenmünzen auf, die euch einen Vorteil verschaffen. Einige sind dabei direkt an Mario Kart angelehnt, das Spinnennetz-Item funktioniert in etwa wie eine Bananenschale und die Rakete ahmt den roten Panzer nach, der eure Gegner automatisch trifft. Dazu kommen jede Menge Eigenkreationen. Es gibt ein Warp-Item, das sich auf der Strecke nach vorn teleportiert, ein Geister-Item, das sich für kurze Zeit unsichtbar macht und hier wird unser Wagen vom Gegner in ein schlecht fahrendes Lego-Auto mit quadratischen Reifen verwandelt. Dieser Chaos-Faktor macht den großen Reiz des Spiels aus. Es kann jederzeit irgendwas Verrücktes passieren. Also es passiert einfach unglaublich viel auf dem Bildschirm. Du hast natürlich deine Items, wie bei Mario Kart, mit Fallen, Raketen, sonst was alles in die Richtung. Aber du kannst auch auf Knopfdruck springen und dann ausweichen. Dann wechselt noch das Auto selbst immer wieder, je nachdem, auf welchem Untergrund du fährst. Also wenn du ins Wasser fährst, dann wird es zum Boot. Wenn du auf dem Asphalt fährst, wird es wieder zum Wagen. Und Offroad ist es dann eben so ein Offroad-Gefährt. Manchmal ist dieser Wechsel zwischen den Fahrzeugen in Kombination mit den vielen Items fast schon etwas zu chaotisch. Alex hat es ja schon beschrieben, ihr fahrt in Lego 2K Drive nicht nur ein Fahrzeug, sondern 3 verschiedene gleichzeitig. Je nachdem, auf welchem Untergrund ihr unterwegs seid, wechselt euer fahrbarer Untersatz automatisch. Er wird vom schnittigen Asphaltboliden zum geländegängigen Offroad-Fahrzeug oder rasanten Speedboat. Das ist aber nicht die einzige neue Mechanik. Die bunten Plastiksteine machen sich nämlich auch spielerisch bemerkbar. Zu Lego gehört natürlich auch, dass man Sachen kaputt machen kann. So kann man natürlich auch die gegnerischen und auch die eigenen Autos zerstören, wenn man genügend Raketen abbekommen hat, Minen überfahren hat und so weiter und so fort. Dann kann es auch passieren, dass das Auto komplett kaputt geht. Am Anfang fliegen immer mehr Teile vom Auto erst ab, das Auto wird kleiner und irgendwann ist es komplett kaputt. Dann wirst du neu gespawnt. Das kostet aber natürlich kostbare Zeit bei dem Rennen. Aber ist jetzt nicht ein komplettes Aus dann für das gesamte Rennen. Doch nicht nur euer Auto kann kaputt gehen, auch die Spielwelt selbst ist zu großen Teilen zerstörbar. Und das ist relevant für den Nitro Boost, mit dem ihr für kurze Zeit noch schneller unterwegs seid. Den Boost, den kann man per Knopfdruck aktivieren bei Lego 2K Drive. Da erscheinen dann 2 große Turbinen an den Seiten vom Auto und es lädt sich dann auch wieder von selbst wieder auf. Wenn ihr aber an den Wegesrand fahrt und dann kleine Sachen kaputt macht, dann füllt sich dieser Boost noch schneller wieder auf. Sachen kaputt zu fahren baut außerdem euer lediertes Lego-Auto wieder zusammen und ist daher wichtig für die Gesundheit eures Wagens. Der Lego-Faktor macht sich aber nicht nur bei den Rennen bemerkbar. Er ist genauso wichtig für die Open World. Hier sind wir beim Forza Horizon-Anteil von Lego 2K Drive angelangt. Denn im Gegensatz zum Funracer Mario Kart wählt ihr die Strecken nicht einfach aus einem Menü aus,
sondern es gibt eine große Spielwelt, in der alle Rennen stattfinden. Stilistisch setzt LEGO 2K Drive auf eine coole Mischung aus semi-realistischer Natur mit Sand, Gras, Wasser und Gestein und jeder Menge LEGO-Elementen. Es sieht fast aus, als hätte ein Kind einfach draußen seine Lieblingssets aufgestellt. Ein schicker Look, den es so ähnlich auch schon in LEGO City Undercover gab, die Spielwelt Bricklandia hier ist aber nochmal ein ganzes Stück bunter. Doch so hübsch die Welt auch ist, ein paar Abstriche gegenüber Forza Horizon und ähnlichen Spielen müsst ihr trotzdem hinnehmen. So scheint 2K Drive auf ein dynamisches Wetter und einen Tag-Nacht-Zyklus zu verzichten. Und so ganz offen ist die Open World dann auch nicht. Es gibt zum Start jedenfalls vom Spiel gibt es 5 Regionen oder 5 Biome, nennen sie es. Das eine ist natürlich die Tutorial-Welt, die ist relativ klein. Und dann gibt es noch 4 größere Biome, die man nicht ohne Ladebildschirm überqueren kann. Also man muss immer von einem Biom zum anderen springen. Alex konnte in seiner Anspielsession 2 der 5 Gebiete erkunden. Das Tutorial-Areal Turbo Acres, eine grüne Hügelregion mit Rennstrecken, und Big Butte County, ein Wüstengebiet mit Canyons und einer florierenden Großstadt. Ebenfalls angekündigt sind eine Welt mit Wasserfokus, ein gruseliges Geistergebiet und etwas, das wir anhand der Steam-Screenshots als Bergbauregion deuten würden. Diese Areale konnte Alex aber noch nicht anspielen. Um zwischen den Gebieten hin und her zu kommen, schaltet ihr Schnellreisepunkte frei. Das sind Garagen, die ihr vorher in der Spielwelt finden müsst, um sie auf eurer Karte einzutragen. Schnellreisepunkte suchen ist aber längst nicht das Einzige, was ihr in Bricklandia macht. Zuallererst gibt es natürlich die Rivalenmissionen. Das ist quasi der klassische Story-Modus, wo man gegen bestimmte Figuren antreten muss und sie in einem Rennen besiegen kann. Aber dann gibt es eben noch diese ganz vielen verschiedenen Nebenmissionen. Man soll eine Figur in der Stadt finden, die sich gerne bei Restaurants rumtummelt. Wir sollen über Häuser springen, wir sollen Schweinchen einsammeln, wir sollen eine Alien-Invasion stoppen. Auch sowas gibt's. Da gibt es sehr viel. Die Nebenmissionen sind dabei verpflichtend für euer Vorankommen im Spiel. Entweder erhaltet ihr sie von NPCs oder findet sie im Gelände. Regelmäßig gibt's Stellen, wo ihr das nächste Story-Rennen erst dann antreten könnt, wenn euer Charakter ein bestimmtes Level erreicht hat. Und dafür müsst ihr Nebenmissionen absolvieren. Nicht jede von denen hat Alex dabei gefallen. Nebenmissionen, wo ich zum Beispiel eine Person in der Stadt suchen muss, die sind einfach ein bisschen langweilig. Man fährt halt in dieser Stadt dann rum, sucht und guckt, ob da irgendjemand mit einem roten Hemd ist. Und das ist halt einfach nicht, also ich will halt ein Rennen spielen und dann ist das ein bisschen langweilig. Andere Sidequests haben da mehr Pep, wie etwa die schon genannte Alien-Invasion oder das Hüpfen von Dach zu Dach. Als Belohnung für diese Mission erhaltet ihr Erfahrungspunkte, aber auch immer wieder Sticker und neue Teile für euer Auto. Das bringt uns zum wichtigsten Element des Spiels, das Bauen. Man kann gefühlt alles bauen. Es ist ein bisschen wie im Kinderzimmer von früher, wo du eine riesige Kiste an Lego-Bausteinen hast und du kannst daraus nehmen, was du möchtest. Man hat über 1000 Lego-Steinchen zur Auswahl. Hauptsache es hat 4 Räder oder beim Boot eben gar kein Rad. Aber ansonsten kann man gefühlt alles bauen. Ihr könnt Teile, Sticker und Farben kombinieren, wie ihr wollt, um euer Lego-Traumauto zu bauen. Dabei sind auch abgefahrene Sachen möglich. Im Trailer taucht zum Beispiel ein fahrbares Huhn und ein Burgermobil auf. Wie schon bei der zerstörbaren Umgebung haben die Ausmaße eures Fahrzeugs aber auch spielerische Konsequenzen. Wenn du ein sehr großes Auto baust, dann ist das deutlich schwerer und aber auch schwerer zu zerstören. Aber dafür fährt sich's auch viel behäbiger, es kommt schlechter um die Kurven und so weiter und so fort. Also es gibt da auch einen spielerischen Einfluss drauf. Sehr Lego-typisch ist außerdem der Humor des Spiels. Klar, bei der Story, die übrigens mit vollständiger deutscher Vertonung kommt, hat jetzt wohl kaum einer weltbewegendes Drama erwartet. Die Story ist relativ unbeeindruckend, sage ich jetzt mal. Also man möchte natürlich wieder der obercoolste, krasseste, schnellste Fahrer werden und einen Pokal gewinnen. Es kommt aber natürlich mit dem klassischen Lego-Humor dazu und das macht es natürlich schon ein bisschen besser. Es wird sehr selbstironisch drüber gelacht, dass man mal wieder den alten Mentor hat, der den Titel an den Nagel gehangen hat und jetzt hat seine neuen Schützlinge unterrichtet und sowas. Und da wird sich gerne drüber lustig gemacht, aber auch zum Beispiel über den Namen Big Butte wird dann immer wieder der Witz Big Butt gemacht. Ja. Der Humor ist eben kindgerecht. Aber wenn sich der knallharte Rennrivale Chip kurz vor Start nochmal mit einem Filzstift die eigenen Bartstoppeln ins Gesicht malt, dann kann man da auch als Erwachsener mal drüber schmunzeln. Fans der bunten Steine haben daher wohl noch ein bisschen mehr Spaß am Spiel. Ich hoffe und kann mir vorstellen, dass es wirklich
ähnlich groß werden könnte wie Mario Kart, wenn auch diese individuelle Garagenanpassungsmöglichkeit so groß ausfällt und so aktiv genutzt wird von der Community, wie ich es mir aktuell vorstellen kann. Wir sind gespannt, ob das eintrifft. Mehr Konkurrenz täte Nintendos bärtigem Racing-Klempner sicher gut. Mehr wissen wir, wenn LEGO 2K Drive am 19. Mai für PC, PlayStation 5 und 4 sowie die Xbox Series One und Switch erscheint. Käufer der beiden teureren Deluxe-Editionen spielen dazu noch 3 Tage früher und erhalten einen Season Pass mit Bonusinhalten. Alle Versionen außer der Switch können außerdem gemeinsam im Crossplay spielen.